Wir hatten am Berufskolleg eine Untersuchung durchgeführt des Bodens und haben festgestellt, das, was wir in der Vildeken-Schule auch schon hatten, dass die Fußböden, das sind Holzfußböden, ich darf das mal so einmal in die Runde zeigen, das ist das, was unter dem Holzfußboden stattgefunden hat. Die Holzfußböden sind vorher mit Teer verarbeitet worden und dieser Teer hat sich natürlich in den 50 Jahren irgendwo aufgelöst. Gibt jetzt aromatische Kohlenstoffe ab, die sind, wenn man sie ewig einatmet, schädlich. Wobei wir bei der Berufsschule jetzt sagen mussten, wir haben bei der ersten Untersuchung nur in der ersten Etage die Werte gefunden, die eigentlich dazu führen, dass wir das schließen müssen. In der mittleren Etage waren gar keine Werte vorhanden, die hätten wir also offen halten können. Das geht natürlich nicht, dass man von drei Fluren einen offen hält. Das ist das, das sieht schon, wenn man das so sieht, das riecht auch, kann ich sagen. Insofern muss man dort reagieren und das haben wir dann im Prinzip auch gemacht. Relativ schnell haben wir mit dem Kreis uns schon zusammengesetzt, haben dann beschlossen, die Schule komplett zu schließen. Sehr spontan, wir hatten das Glück, dass wir am St. Georg-Gymnasium noch ein paar Klassen Räume frei hatten, weil die ihr Abitur gerade gemacht haben. Insofern konnten wir jetzt auf der Schnelligkeit dort die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, sodass wir da in der Notsituation keine Probleme gehabt haben. Das passiert natürlich jetzt nicht nach den Ferien. Nach den Ferien brauchen wir alle Räumlichkeiten im St. Georg-Gymnasium wieder. Und deswegen mussten die Räumlichkeiten hier stattfinden. Wir haben auch hier den Wert 1 gehabt. Der Wert 1 heißt, dass man in den nächsten 2 Jahren sanieren sollte. Wir haben es in der Vildeken-Schule, haben wir es mitgehabt, da hatten wir Werte von 0. Die Hysterie war aber da. Wir haben uns seinerzeit ja auch entschlossen, dass die Melanchthon-Schule dann rauskommt in die Container, die jetzt da stehen, ja. Zumindest die erste Ebene. Das haben wir damals gemacht, damit kam auch sofort Ruhe auf. Auch da muss man sagen, diese ganze Schule zu räumen, hätte man eigentlich nicht machen müssen. Wir haben es gemacht, war klar, weil wir dem auch zuvor kommen wollten. Eigentlich hätten wir jetzt auch Zeit gehabt, noch zumindest bei den Werten, die wir haben, noch 2 Jahre zuzuwarten. Aber aus der Erfahrung heraus, die wir mit der Schule gemacht haben, ja sofort. Wie hoch sind denn die Werte? Die Werte waren bei 1, also solange sie unter 1 sind, brauchen sie eigentlich noch gar nichts. Sagen Sie mal die Mikrogramm, welche Mikrogrammwerte da reicht. Sie haben eine Pressemitteilung da, dann dürfte das genau drinstehen. Ja, ich habe jetzt den Untersuchungsbericht nicht bei, kann ich Ihnen aber gerne nachreichen, das ist also gar keine Frage. Wer zwischen 1 und 2 muss saniert werden innerhalb von 2 Jahren und der lag hier vor, insofern. Aber der lag in der Melanchthon-Schule auch vor. Der lag in der Melanchthon-Schule auch vor. Wir hatten sogar in der Melanchthon-Schule 2 Werte, die oder beziehungsweise noch Räumlichkeiten, wo wir überhaupt keine Belastung hatten. Aber in der Melanchthon-Schule wurde 1 Jahr weiter beschult und es wurde erst auf hohen Druck der Öffentlichkeit und der Eltern dann ausgelagert. Gibt es da jetzt gute Schulen, schlechte Schulen? Also die sofort saniert werden und die, in denen die Schüler erst nochmal weiter beschult werden? Vielleicht, oder wie ist das? Vielleicht buchen wir das mal einfach unter Erfahrung ab. Dass wir natürlich auch Erfahrungen mit den einzelnen Vorgehensweisen haben. Sie sehen, dass wir jetzt in diesem Fall, das hat mit guter Schule und schlechter Schule überhaupt nichts zu tun, haben wir sofort reagiert und wir konnten auch sofort, die Möglichkeiten hatten wir, um auch jetzt sofort zu reagieren, ansonsten hätten wir uns vielleicht noch über andere Alternativlösungen unterhalten müssen. Also gute Schule, schlechte Schule gibt es für die Stadt Bocholt. Vor allem die Erfahrungswerte waren ja dann einfach da. Man hat so einen Vorfall erstmalig und dann hat man einen Umgang mit so einem Vorfall und aus dem Vorfall lernt man ja auch. Ne? Man hat natürlich gewisse Richtwerte, an die man sich halten muss und dann unter gewissen Richtwerten auch gewisse Bedingungen. Wir haben da den Erfahrungswert gemacht, dass das nicht ausreicht und dafür haben wir uns dann für die sehr zügige Gesamtsanierung entschieden. Wir haben ja auch beispielsweise eine Elternbeteiligungsveranstaltung gemacht, als wir bei der IVM die Funde hatten, haben denen das Ganze in Ruhe erklärt. Daher stammt auch das gerade genannte Zitat vom Kreisgesundheitsamt und haben das da ganz in Ruhe und sachlich erklärt.
Und da war ja auch dann keine Historie da, indem man das dann eben ganz in Ruhe erklärt hat. Nee, es gibt halt einen Altfall, das müssen wir mal eben klären, weil vielleicht kann der Nebenbuhler sagen, hat man damals einfach das falsch eingeschätzt oder hat man damals, weil man anders gehandelt hat? Ich glaube, die Lage war nicht so, dass wir sofort hätten räumen müssen. Das war so. Und wir hatten keine Erfahrung, das ist gerade auch schon mehrfach angedeutet worden. Und diese Erfahrung haben wir dann damals mit der anderen Schule so gemacht, wie wir sie gemacht haben. Genau. Und deswegen haben wir bei der IVM jetzt sofort die Politiker gefragt, sollen wir direkt nicht am besten das Komplettprogramm machen? Und dann haben wir das Komplettprogramm gemacht. Das sind einfach Erfahrungswerte. Ja, Entschuldigung, wenn ich eine Nachfrage habe, ich dann noch an Herrn Züller. Herr Züller, Ihr Vorgänger hat aber damals, es gab ja an der Melanchthon-Schule amtlich oder sagen wir mal so medizinisch nachgewiesene Beschwerden. Es gab da einen Attest von Ärzten. Trotzdem hat Ihr Vorgänger damals gesagt, das sind Befindlichkeiten. Er hat auch von Hysterie der Eltern gesprochen. Als Sie kamen, kam das anders. Ist das... Das wird die Eltern nicht beruhigen, wenn man sagt, das buchen wir mal unter dem Punkt Erfahrungen ab. Das Thema meines Vorgängers kann ich mich nicht äußern. Ich kann mich nur äußern, wie wir ja jetzt bei der IVM-Schule gehandelt haben. Und da hat Herr Schmitz ja schon richtig gesagt, da gab es halt Erfahrungswerte, dass das damals eben von den Eltern so gesehen worden ist, bitte komplett sanieren. Und dann hat man in Abstimmung mit den Politikern das dann eben jetzt sofort getan. Also man hat mehr gemacht, als man hätte tun müssen. Das sind Erfahrungswerte. Also und hat man bei der Melanchthon-Schule damals falsch gehandelt, aus heutiger Sicht? Das kann ich nicht beurteilen, ich war damals noch nicht im Bocholt. Ja,